Hallo zusammen und willkommen zum Adventskalender 2021. Wieder mal ist ein Jahr vorbei und wir werden alle irgendwie nicht jünger. Schade, Schokolade. Sei es drum. Ich bin dieses Jahr mal wieder eine Woche zu spät dran, denn ihr wisst ja, ich mache immer einen Adventskalender mit den jeweils 4 Adventssonntagen. Allerdings aufgrund der ganzen Situation, Corona, Chipmangel, ihr kennt das Ganze jetzt zu Genüge, muss ich das Ganze ein bisschen shiften um eine Woche, denn die Verfügbarkeit der Teile, die ich hier verwenden wollte in diesem Adventskalender, war letztendlich nicht ganz so gut gegeben und diverse Lieferverzögerungen ergaben sich. Aber sei es drum, merkt euch bitte vor, den 12., 19. und 26.12. Dort gibt es die nächsten Adventskalender-Gewinnspiele, die sind unfassbar krass. Also dieses Jahr natürlich noch mal krasser als letztes Jahr. Ich versuche das immer wieder zu steigern und zu toppen. Das Ganze ist natürlich nicht möglich ohne diverse Partner, die mich hier dabei unterstützen. Also vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und ich muss hier definitiv nochmal eins ganz klar loswerden. Das Ganze ist hier nicht nur Hobby, sondern letztendlich Serious Business. Und letztendlich ist mein Ziel, den Kanal immer weiter aufzubauen, zu vergrößern, mehr Videos, mehr Views, mehr Abonnenten, weil dann haben wir auch mehr Möglichkeiten, hier irgendwas Cooles zu machen. Und jetzt muss ich letztendlich was von euch einfordern. Und zwar, wenn ihr seht, dass ein Video online ist, oder die Glocke aktiviert habt, kann ich empfehlen, also abonnieren, Glocke aktivieren und dann reinschauen. Sofort reinschauen, wenn das Video online ist, denn dadurch sieht YouTube gerade in der ersten Stunde und den ersten 24 Stunden, ob das Video bei meinen eigenen Zuschauern und Abonnenten gut ankommt. Und wenn es das tut, dann wird es einer größeren Masse von Zuschauern präsentiert, die noch nicht irgendwie in diesem hier Hardware-Universum angekommen sind, aber vielleicht das Ganze wollen. Und nur dadurch wächst der Kanal schneller als bisher. Ich bin aktuell zufrieden. Es geht aber immer besser und ich will einfach den Kanal aufs nächste Level hochheben. Das können wir also nur gemeinsam schaffen. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze, denn es ist ja jetzt hier nicht nur Ringepiez mit anfassen. Jetzt geht's aber los mit dem heutigen Gewinnspiel, einem fetten Periphery Bundle. Auf dem XXL Mauspad von Corsair mit 930x400mm befindet sich Top Periphery. Zum einen die extrem gute Corsair Sabre RGB Pro Gaming Maus. Sie verfügt über 6 Tasten, sehr gute Omron Switches und den PixArt PMW 3392 Sensor mit bis zu 18.000 dpi. RGB gibt es natürlich auch, die Maus liegt sehr gut in der Hand und lässt sich mittels Corsair IQ personalisieren. Corsair bietet diese Maus auch ohne Kabel an, mit der sehr guten Corsair Wireless Slipstream Technology. Mehr dazu in der Beschreibung. Für die Corsair IQ Software brauchst du natürlich erstmal noch ein Betriebssystem wie zum Beispiel Windows 10 als auch Windows 11. Das gibt es bei CDK Deals mit dem eingeblendeten Code nochmal ein paar Euro günstiger. Den Windows Aktivierungskey findest du in deinem CDK Deals Account. Den einfach kopieren, im Windows Aktivierungsassistenten einfügen und das war's. Bada bing, bada bing, bada boom. Das blöde Windows Wasserzeichen ist weg. Mehr dazu in der Beschreibung. Eben neben dieser sehr guten Maus liegt die krasseste Tastatur, die ich jemals getestet habe, die Corsair K100 RGB. Bereits im ausgeschalteten Zustand macht die K100 RGB durch deren Aluminiumdesign und dessen Struktur einiges her. Es sind halt auch einfach Details, auf die Corsair sehr viel Wert legt und so wurde die Light Edge Funktion von der K95 RGB Platinum übernommen und verbessert. 44 LEDs erzeugen eine sehr eindrucksvolle Beleuchtung, die meiner Ansicht nach irgendwie schon hart an Tron Legacy erinnert. Die Keycaps zeichnen sich durch eine Dicke von 1,5 mm aus und sollen laut Corsair verschleißfest und lichtecht sein. Ich denke, dass die Farbtreue durch die darunterliegenden RGB-Switches auf jeden Fall gegeben ist. Bei den Switches setzt Corsair auf die optisch-mechanischen mit RGB-Beleuchtung. Kurz OPX. Diese Switches nutzen einen Infrarot-Lichtstrahl, um Tastenanschläge zu erkennen. Gleichzeitig sind sie allerdings auch sehr linear ausgerichtet, was für schnelles Gaming schon ein sehr großer Vorteil ist. Bereits nach einem Millimeter und einem Druck von 45 Gramm lösen die Switches aus. Dazu natürlich wieder die IQ-Integration und all diese Features machen sie einfach extrem geil. Kommen wir damit aber zum absoluten Highlight, dem ROG PG259 QNR, der schnellste Gaming-Monitor
auf diesem Planeten mit 360 Hertz. Wozu, fragst du dich? Nun, es gibt Menschen, die zocken in Full HD im Competitive-Bereich und mehr Hertz sind da einfach besser. Asus setzt auf ein IPS 10-Bit-Panel mit 24,5 Zoll und Full HD als Auflösung. Zudem ist dieser Monitor offiziell G-Sync-compatible und lässt sich via DisplayPort 1.4 oder HDMI 2.0 anschließen. Außerdem gibt es noch zwei USB 3.0 Ports. Was auch krass ist, ist der Preis, knapp 900 Euro. Übrigens kannst du diesen Monitor durch den mitgelieferten Desk Mount auch direkt an deiner Tischplatte montieren. Das gesamte Bundle hat einen Wert von knapp 1200 Euro und ja, ich verlose das Ganze. Das Gewinnspiel ist in der Videobeschreibung verlinkt. Damit wünsche ich euch viel Glück und eine entspannte Weihnachtszeit. Wir sehen uns damit im nächsten Video. Das steht in den Startlöchern. Bis neulich, ganz genau. Ciao.